So Freunde, willkommen im neuen Video von mir. Und zwar hatte ich heute mein vorletztes Entladetraining. Heute ist Mittwochabend, jetzt schon 11 Uhr. Ich war schon noch beim Friseur, habe hier 3 mm gemacht und den Seiten oben lang gelassen. Und ja, worum geht es jetzt in diesem Video? Und zwar um das Aufladen. Ja, Mann. Und um 19 Uhr Donnerstag, fette Überraschung für euch. Also seid gespannt, viel Spaß mit diesem Video. Peace out. So we can be free. Meine Mutter bereitet mir gerade mein Prep-Meal vor, da ich ja ab Donnerstag 12 Uhr laden darf. Ja, Mann, alle 2,5 Stunden 80 Gramm Reis umgekocht gewogen und 80 Gramm Chicken. Aber die beste Mama. Einfach die beste Mama, Leute. Ja, Mann. Das spart auch so viel Zeit und so und auf jeden Fall vielen Dank, Mama. Ja, Mann, jetzt packe ich gleich noch meine Sachen. Muss noch eine Mahlzeit essen heute. Und ja, noch rasieren auch noch. Da ich dann nicht so viele Jahre Haare habe, dauert es nicht so lange. Ja. Hey Freunde, was geht ab? Nächster Tag, Donnerstag morgens. Bin schon 7 Uhr morgens hier. Hab schon 40 Minuten Intervalle aber gemacht. Und mache ganz gut Training mit Christian, der auch bei Berlin starten wird. Bei Männer 1, ich Klasse Bodybuilding 2. Ich habe gelesen, dass ich 14 Start habe in meiner Klasse, das ist ganz geil. Und ja, jetzt ein bisschen Endladetraining, dies, das, ein paar Szenen zeige ich jetzt, wie ich so aussehe, leer. Viel Spaß! Ja, Freunde, Mann, ich bin hardcore tot, Mann, Alter. Mir geht's richtig scheiße. Aber in 2 Stunden darf ich endlich Carbs essen. Nochmal gerade mit dem Coach geredet. Alle 2,5 Stunden 80 Gramm ungekochten Reis soll ich essen. Mit ungefähr 50 Gramm Chicken nur. Ja, Mann. Hansi. Hey. Hier, machst du wieder oben, oder? Was geht nirgends rum, Alter? Hä? Hey, Junge, pass auf! Den gehört der ja. Rico, Alter, sag mal schon. Komm, Junge, Mann. Petrus. Franz, komm her! Ja. Tschüss, Franz. Ich muss mal sagen, ne? Ich bin nur wie Franz. Guten Tag, und Rico, Junge! Franz? Tschüss! Okay, ey, nächste Mal. Oh, da ist schon der Zoll hier. Moin, Kollegen! Trocken! Und das muss alle 2 Stunden essen jetzt? Also, das ist noch nicht 2 Uhr. Hab ich auch schon gesagt. Ich sag, das ist 2 Uhr. Alter! Endlich Carbs, Mann. Ich bin so hardcore tot. Dauerhaft müde. Fuck. Ja, Mann. Das sind jetzt 80 Gramm Chicken und 80 Gramm Reis mit bisschen grünem Gemüse, dies, das. We'll be right back.
Gute Mahlzeit, Leute. Powerhouse Berlin, wir sind angekommen. Breaking rules. Dangerous path that I follow. Oh, go on, just do what you do. And it hurts. As I bleed for you. Willkommen bei der Hardgainer Crew. Heute ein besonderes Special für euch. Berliner Meisterschaft mit unserem Hardgainer-Athleten Rico Lopez Gomez. Was geht ab, Freunde? Was geht ab? Bei Kevin, the German Beast, oder besser gesagt, the German Giant. Ich kotze auch mal ab. Ich mach's nächstes Mal unten rein, ich hab's schon gedacht. Hier ist das Gleiche. Mit seinem heißen Arm, Alter. Was klingelt denn da? Blöder Sinn. Mein Wecker, ey. Achso. Ich muss mal ein Kalium nehmen. Mach mal ich schneide mal. So, als ob ich 100 Wiederholungen gemacht habe, okay? Okay. Okay. Ich muss genau so rein. Noch passt du rein. Aber das werden wir bis Ende des Jahres verhindern. Kevin möchte gerne eine Männer-6-Klasse für uns einführen. 130 Kilo aufwärts. Ja, ich wollte 150 sagen. 150 plus. 104, 105, 106, 107, komm, 8, 9. Ja, Digga, boah, hättest du dir noch 100 CV machen können, Digga, aus 104. Fucking White Rage. Okay, und los. Komm, 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 da geht noch was. Ach, ja. Bin die Blau da gleich. 2 Wochen No-Cup gefahren, No-Fat. Das ist echt am Arsch, ne? Das ist aber schuld. Ja, wenn das eine will, muss das andere mögen. Ne? Aber davon lieben wir den Sportler, Bruder. Das machen wir es doch. Helf dir auch, Digga. Ich helf dir beim Rasieren. Oh. Sind wir 6 vorbei mit Jugendfrei. Sind wir 6 bis 8 schon alleine, Bruder? Scheiße. 6 bis 8. Super. Sehr schön. Sehr geil. Super, alles frei, super vaskulär. Wenn das Wasser raus ist, ist da ein Tannenbaum auf dem Tannenbaum. Moin! Die können auch scheiße aussehen wie die Nacht und stellen sich noch hin wie Hulk Hogan. Aber bei den meisten Leuten ist das nicht der Fall. Nichts gegen Hulk Hogan! Wahnsinn. Die Schulter, die frei sind, wa? Das ist krass. Leute, zieht euch einfach nur dieses Schulter-Taille-Verhältnis an. Wahnsinn. Hm.
Bloß da brauchst du halt wirklich nur die geeignete Mittelpartie. Im Klassik-Bodybuilding muss es vom Scheitel bis zur Zehe passen. Und das tut hier definitiv. Ihr habt gesehen, Beine, Waden, Rücken, Arme, keine Schwachstellen, alles super austrainiert. Aus BCAs oder sowas? Darf ich nicht. Darfst du nicht? Ah. Ah, genau. Einfach hoch, genau. Lustig hoch. Boah, schon schwer. Heftig. Puh. Voll ungewohnt. Ja, Leute, Koordination sollte man nicht unterschätzen. Erst hoch und dann zusammen. Und dann alles in einem Zug. Oh, erzähl doch schon mal für Wiederholung. Ja, na klar. Bei Vito ist es die Schlange. Die Klapperschlange. Die Klapperschlange, die ihm zum. Der Snake war der Aufmacher. Aber der Hashtag ist das 3D-Delts oder 3D-Delts. Einfach nur der Wahnsinn. Streichen auf den Streichen. Unglaublich. Pump, Digga, komm. Komm, Rico, geh ab sofort her. Komm, dafür gibt's eine extra Portion Carbs nachher. Zieh durch. Ah, fuck! Normalerweise kann man noch, ne? Darfst du heute schon laden? Ja, ja. Lade schon, ja. Ich muss gerade eben noch meine drei Mahlzeiten, die ich schon hatte. Noch schon mal rein ein bisschen und dann. Was ist das heute? Reis und Chicken und Gemüse. Wie oft? Jetzt noch zweimal heute noch. Und? Markus Geheimrezept. Ja, aber was? Ist halt geheim. Ich nicht fahren, ist halt geheim. Schade. Komm, geh weg. Geh weg. Aber ich lasse mir natürlich nicht nehmen, dabei zu sein. Ja, mit den Scheiben drauf, wa? Nein. Wo war das? Nein, ich raus. Gut. Ey, was nach Hause, bin fertig. Echt, du bist echt fix so fertig dann. Ich vom Körper her. Hier hast du schon die Streifen, hier hast du die an dem Übergang zum Brachialis schön sichtbar. Ich finde das echt super. Echt klasse, Alter. Ja, Mann, wenn ihr das Ding da unten nehmen wollt, dass. Geschwür da unten. Geschwür. Kommen wieder die ganzen Kommentare. Kleiner Pimmel. Oder auch nicht. Es wurden schon einige Bilder gemeldet, ob jetzt bei mir ist Ding. Freeze Beule, Leute. Da liegt's drinnen, das ist echt. André, fass mal kurz an, damit die Leute es sehen. Let me breathe. As I breathe for you, come for you. Oh, oh. Let me breathe. Let me breathe. Let me breathe.
like a shadow, dark and cold to the touch. Am I insane not to let go? Alleine ist anstrengend, das ist auf jeden Fall. Wir wissen es selber beide. Und bei dem niedrigen Körperfettprozent ist das alles noch viel, viel anstrengender. Also echt fette Respekt hier. Mega Form. Hashtag dicke Beule nach Hause. Hashtag endlich wieder Döner. Oh. Also Leute, von wegen Bodybuilder am kleinen Pimmel. Das ist der lebende Beweis, Alter, dass da irgendwas falsch gelaufen ist. Das kann ich so viel, ey. Papa Genetik. So, auf Kevins Empfehlung gehen wir jetzt hier in so ein Restaurant rein. Ich darf natürlich nicht essen, aber meine Freunde dürfen essen und ich gucke da gerne zu. Ja, Mann, so sieht's aus. Ist das nicht? Nee. Ja, guck mal, wie die Pause ist. Nee. Sicker. Auf. Geil, Mann. Gönn dir, Digga. Gönn's dir. Ich gönn mir hier den Salat. Frag mal, wieso kann ich das nicht machen? So, Freunde. Letzte Mahlzeit. Letztes Trinken auch. Und dann nichts mehr heute. Ich gehe auch früher pennen. Schätze ich mal. Spontan die Dance. Heute keine Shisha-Bar. Heute kein Lifestyle. Lifestyle habe ich heute mit den Jungs gefeiert. Und ja, bis zum nächsten Tag, Freitag. Ja, was mache ich Freitag? Freitag werde ich natürlich hier aufladen. Natürlich kommt mehr dazu im nächsten Video, Leute. Ich hoffe, dieses Video hat euch eingefallen. Daumen nach oben. Würde mich freuen. Meine Freunde werden mich auch über einen Daumen nach oben freuen. Tolles Video. Und danke fürs Zuschauen. Peace aus.